Herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Ich wollte euch vorstellen, was ich zuletzt gebaut habe. Und zwar ein Geschenk für meine Frau. Das ist der Winter Village Old Truck. Das ist ein Mock von einem User von Rebrickable. Der nennt sich Brick Monster. Das gute Teil besteht aus 189 Teilen, die ich mir über Bricklink für ungefähr 29 Euro zusammen bestellt habe. Ich würde sagen, der passt ganz großartig in unser Winter Village, was immer zu Weihnachten als Deko im Wohnzimmer rumsteht. Schöne Farbe. Eigentlich alles wunderbar. Was mir besonders gefällt, ist hier vorne die Deko, obwohl ich nicht so der Deko-Mensch bin. Mit den Rückspiegeln. Ja, was gibt es darüber zu sagen? Was ich bei dem Ding gelernt habe, ist, obwohl es großartige Anleitungen gibt, die sollte man sich angucken, bevor man sich die Teile zusammenbestellt. Denn da gibt es ein paar Teile, die sind schwer zu finden gewesen, sind aber eigentlich völlig unnötig. Also hier vorne in dem Motorraum, man kann es bei der Kamera, bei der Beleuchtung überhaupt nicht sehen, aber auch aus der Nähe fällt es einem kaum auf. Hier drin sind zwei 1x1 Round Plates. Eine davon ist in Dark Red. Die gab es ja, so gut wie gar nicht im Internet bei Bricklink zu finden. Es gab vier Anbieter, die nach Deutschland versenden. Das hat dazu geführt, dass ich für dieses kleine Auto tatsächlich meine Bestellung auf drei Shops verteilen musste. Und für ein einzelnes Teil, das fast 1 Euro gekostet hat, was überhaupt nicht zu sehen ist, das hätte auch ein rotes getan. Aber gut, was gibt es sonst noch zu erzählen? Eigentlich relativ wenig. Es passt ein Mensch, eine Minifigur rein. Die Ladefläche kann man aufklappen und den Tannenbaum rausholen. Das ist auch schon das teuerste Teilchen in dem ganzen Aufbau. Ladefläche in dunkelbeige. Ja, hat Spaß gemacht zu bauen. Und ich hoffe, meiner Frau wird es auch gefallen. Was haltet ihr davon? Schreibt mir doch einfach in den Kommentaren. Und unten in der Videobeschreibung werde ich einen Link zu dem Truck auf Rebrickable schreiben, so dass ihr, wenn ihr Interesse daran habt, ihn euch einfach nachbauen könnt. Das war's auch schon. Viel Spaß. Tschüss.